Hallo miteinander, heute kochen wir ja etwas für Fischliebhaber. Blumenkohl-Weisswein-Suppe mit der feinen Einlage. Und zwar haben wir hier Riesengrevette und Jakobsmuscheln. Das Gericht eignet sich hervorragend, Sandro, aber richtig geil als Festtagsmini-Vorspeise. Schauen Sie, wie es geht. Als erstes soll ich den Blumenkohl rüsten. Zwiebeln grob zusammenschneiden und den Knoblauch pressen. Was ihr alles genau braucht, könnt ihr nachlesen. Auf dem Rezeptblatt, wie immer. Könnt ihr euch abladen, einkaufen mit dem. Und dann sollte euch das gelingen. Das ist ein ganz einfaches und schnelles Rezept. Und übrigens, der Cyril hat jetzt den Ablaufplan von den verschiedenen Sachen, die man braucht für das Rezept, so strukturiert, dass ihr das Blatt nehmen, in die Coop reinlaufen oder in die Migros oder in den oder wo auch immer. Und dass eigentlich der Ablauf der Lebensmittel in der richtigen Reihenfolge ist. Also nicht eigentlich von A bis Z rechts, links, hinten, vorne müssen laufen, sondern schön vom Eingang bis zum Schluss. So gut. Und wenn wir seine Idee war, Sandro? Meine natürlich. Normal. Und normal, die gute Idee hat immer Sandro. Gut. Dann Pfanne. Sandro, 9 von 9. Und dann tun wir es wieder andünsten, mit einem Olivenöl. Lorbeerblatt dazu. Das habe ich bereits abgestellt auf 6 von 9, weil es fast ein bisschen zu warm ist. So. Oder zu heiß. Blumenkohl dazugeben. Kurz mitdünsten. Ein bisschen Pfeffer dazugeben. Und mit Weisswein ablöschen. Den Rest vom Weisswein dazugeben. Dann etwas Bouillon und 2 Teelöffel. Nochmal voll aufkochen. Dann füllen wir so knapp mit Wasser befüllen oder auffüllen. Und dann schön das Ganze weich kochen. In der Zwischenzeit schäle ich die Crevette. Da gehe ich hier mit dem Daumen rein und drehe so den Panzer ab. Kann ich hier ganz rausheben. Und dann so den ganzen Schwanz mit rausziehen. Er löst sich relativ gut. Dann tue ich es hier mit einem Haushaltspapierli. Haushaltstüchli. Ein bisschen abtupfen. Dann nehme ich ein Messer und tue hier bis zur Hälfte durch die Hälfte durchschneiden. Das heisst, nachdem wir es braten, gibt es dann so einen Schmetterlingsschnitt. Sieht schön aus zum Anrichten. Dann 1 Löffel Olivenöl. Dann müssen wir schön abmessen. Tada! Dann Knoblauch mit unserer super Knoblauchpresse. Zerdrücken. Und rein damit. Rein damit. Dann schön ein bisschen durchmischen. Und das Ganze bereitstellen noch zum Anbraten. Das schön ein bisschen einmarinieren. Wenn der Blumenkohl weich gekocht ist, Blumenblatt entfernen. Stabmixer drin heben. Im Kürbissuppe-Video haben wir die Kommentare von euch bekommen, dass man die Suppe nicht abpassieren muss, wenn man einen gescheiten Stabmixer hat. Das stimmt natürlich absolut richtig. Das heisst, die heutige Suppe wird nicht abpassiert. Wenn die Suppe fertig gemixt ist, habe ich sie dahin auf den Herd gestellt. Dann machen wir jetzt einfach auf 4, 5 von 9 ein köcheln lassen, dass sie warm bleibt. Vorne dran Bratpfändli auf 6 von 9, das ist bereits heiß. Und da tue ich jetzt Crevette anbraten. Da haben wir noch ein ganz bisschen Öl. Ein bisschen jetzt schon an der Crevette selber dran. Und jetzt ist wichtig, hier beim Rausbraten, dass es nicht allzu heiß ist. Nicht, dass der Knoblauch verbrennt, der Sprung wird und somit bitter. Hier grobkörnig Salz. Da hilft die Crevette drauf. Die erste Seite mal. Dann, wenn es hier so rosa unten aufzieht, dann muss drehen auf die andere Seite. Wow! Sieht schön aus, he? Sehr schön. Zweite Braten und jetzt der Schmetterlingsschnitt, den wir vorher erzählt haben. Genau das habe ich gemeint. Das sieht auch richtig geil aus beim Anbraten. Jetzt haben es 2 bis 3 Minuten auf jeder Seite braten und jetzt stelle ich es so auf. Weil hier ist eine Art der dickste Teil und das ist so leicht glasig, dass die Seite auch noch schön anbraten ist. Und jetzt noch ein bisschen Salz dran.
Und dann, Sandro? Jakobsmuscheln. Da gebe ich noch mal ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Und tue jetzt hier schön auf der Fläche anbraten. Hier auch wieder wichtig, langsam. Das Ziel ist bei den Jakobsmuscheln, dass sie sogar knapp glasig sind. Dann sind sie perfekt gebraten. Die müssen also nicht dürr sein, sondern wirklich gerade zu der Grenze, wenn du es richtig weißt, ja, sind sie jetzt dürr oder nicht, dann sind sie perfekt. Das heisst etwa 3-4 Minuten pro Seite. Genau. Dann müssen wir die erste Zeit mal anbraten, dass sie eine schöne Farbe hat, dann kehren wir es kehren und dann den Deckel drauf ein bisschen abstehen lassen, durchziehen lassen. Jakobs muss auch noch ein bisschen Salz dran geben und dann kehren. Dann die Seite auch noch ein bisschen salzen. Weitere, 1-2 Minuten später. Die ist nicht gleich lang gebraten von den Jakobsmuscheln. Weil, jetzt gehe ich hier hinten. Du hast sie abdecken und jetzt einfach noch ein bisschen stehen lassen, durchziehen lassen. Zwischenzeit machen wir das Süppli fertig. Ich gebe ein Schlöckchen Rahm dazu. Gut vermischen. Dann brauchen wir ein Löffel. Um das Ganze zu probieren. Cool. Ein bisschen Salz. Ist noch ein bisschen fad. Nochmal schön unten mischen. Jetzt ist gut. Bastelt's. Läuft. Letzte Arbeitsschritt. Anrichten. Für den gibt es hier einen schönen Schöpfer von der Suppe. Im Teller. Die ist fast an der oberen Grenze von der Dicke her. Dürfte wahrscheinlich noch ein bisschen dünner sein, also mehr Wasser dazugeben, wenn ihr es zu Hause macht. Dann gebe ich jetzt hier ein bisschen Hebel dazu. Schau mal die Farbe, du. Wow. Hä? Ist geil. Sieht sehr gut aus. Ein bisschen auf die Suppe. Hier ein Jakobsmüscheli. Setzt das in die Mitte. So, dass es nicht versauft, wenn ihr es auf einen Teller nehmt. Dann das Grüvetli dazu. Geil. Und voilà, bitteschön. Probieren. Weisswein Blumenkohlsuppe mit einer Seafood-Einlage. Einlage, mega gutes Rezept, kochen es noch. Wir freuen uns natürlich immer über eure Likes. Und ich darf jetzt noch probieren. Lecker schmecker. Lecker schmecker. Du weißt gar nicht, wie ich Hunger habe. Schau jetzt mal. Da sieht es wieder unappetitlich aus. Ich weiß auch nicht genau, ob man es sieht. Aber dann ist es wirklich noch fast so knapp glasig, oder? Mhm. So ist es perfekt, hä? So, 5 von 4, ich habe Hunger. Ciao zusammen, bis bald. Kochen es noch, ist sicher eine geile Sache. Ciao zusammen.